Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute zu einem weiteren Push-Video. Eins von drei, das ein bisschen verwirrt wird, weil ich den Anfang der Videos jetzt drehe, aber ihr die Videos erst in der Zukunft sehen werdet und ich den Abschlussteil und wie ich die Pokémon in der Arena verwende und wie ich damit kämpfe, auch erst später drehen werde. Also hoffentlich wird es nicht zu verwirrend. Aber heute pushe ich drei Pokémon. Die seht ihr alle in drei separaten Videos. Für die 3er Solo Raids. Und da fange ich mal an mit Blitzer. 100%. Nochmal kurz die IVs gecheckt, weil letztens beim Sienna gab es ein bisschen Verwirrung. Bester Satz: HP, Attack und Defense 15. Attacken sind laut GamePress auch die besten. Donnershock, Donnerblitz. Und auf geht's zum Pushen. Wie ihr sehen könnt, unter 5 Millionen. Aber. Wie gesagt, für die Solo Raids bin ich bereit, alles auszugeben. Und danach können wir wieder farmen, kein Problem. Und hier laut GamePress kommt der auch auf 2,37. Schauen wir mal. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste er nicht auf 2,37 kommen, weil die das immer ein bisschen. Weil die immer ein Level mehr anzeigen. Aber schauen wir mal. Evoli-Bonbons habe ich genug. Früher hatte ich richtig viele, ich habe die sogar für Doppel-EP-Event alle verbraten. Aber seit letzter Zeit gibt es eigentlich nicht so viele Evolis mehr. Sind recht selten geworden. Schreibt unten in die Kommentare, ob Evolis bei euch auch selten geworden sind oder immer noch so häufig wie früher. Ich laufe momentan mit Amphagos rum. Also nicht Amphagos, mit einem, wie heißt der, Voltilam, weil ich auch ein Amphagos maxen will. Hat dazu demnächst mehr. Aber ich glaube, Blitzer ist immer noch der bessere Donnerangreifer. Der war schon relativ hoch, also viel muss nicht gepusht werden. Wir haben es sogar gleich. Obwohl, ist doch noch ein Stückchen. So, 2,691 Max. Wie vermutet, GamePress zeigt er ein Level mehr an, also zwei Pushe mehr. Dann wäre er auf 2,37 gekommen. Ich werde den jetzt benutzen, gebrauchen für Aquana Solo Raid. Ansonsten, wie gesagt, werde ich jetzt rausgehen, den testen in einer Arena. Aber das werdet ihr, also ihr werdet das jetzt gleich sehen, aber ich werde das erst irgendwann in der Zukunft machen. Also sehen wir uns in der Zukunft wieder. So, die Zukunft ist jetzt.
Für mich war das schon eine Weile her, für euch nur einen Augenblick. Blitzer in der Arena getestet. Das haut schon rein. Wie gesagt, ich laufe zurzeit mit Vati rum, nicht Vati, Voltilam, um mir einen Ampharos zu machen. 98%, das will ich entwickeln und dann maxen. Aber ich glaube auf jeden Fall Blitzer definitiv viel besser. Wie gesagt, ich werde den, beziehungsweise habe den gegen Aquana benutzt. Aquana 3er Raid Solo. Das Solo Raid Video kommt demnächst. Ich habe leider das Material zum Aquana verloren. Das heißt, ich muss das nochmal machen. Problem ist halt, erstmal eins zu finden. Weil irgendwie kommt nur Akani und Gengar. Und Simsala habe ich noch gar nicht gefunden. Wenn ich den endlich mal finde, kann ich mein Glück gegen ihn versuchen und gegen ihn mal antreten. Aber ja, wie gesagt, Blitzer echt gut. Hat echt keinen Grund gegen das Aquana. Kleiner Spoiler. Wie gesagt, hoffentlich finde ich bald wieder einen Aquana. Dann kommt das Video endlich. Ansonsten blende ich hier nochmal kurz ein, wie ich das Blitzer überhaupt bekommen habe. 100% Evoli gefangen und dann direkt entwickelt. Ist auch ganz lustig. Perfekt rot, Mann. Was? Perfekt rot habe ich gehört. Für uns. Was ist denn rot? Oh mein Gott, 802. Oh mein Gott, tu mal nicht so. Saftig, Mann. Du so. Was war denn das, Alter? Ich war beeindruckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Und es war kein Unfall, Jungs. Nee, wenn die Kamera hinfällt, das war nur ein Prank. Oh mein Gott, hat sich befreit. Warte, muss mal stoppen, weil ich bin gerade eins aufgeregt. Ja, aber 802 ist schon saftig. Ist es das 100% überhaupt? Das müsste sein. Das wäre sonst Insta-Fail. Oh yes, ich kann es dir gleich sagen. Großartig wäre, also mehr kann ich nicht machen. Ist er? Ja, ist er. Oh mein Gott. Das sind eh nur 25 Punkte. Wir entwickeln jetzt unsere Evolis. Aber ich kann das nicht umbenannt. Vielleicht wird es jetzt Blitzer. Ich glaube, das ist so. Ja, egal. Ja, du machst aber auch. Ja, ich mach aber. Machen wir nebeneinander. Okay, dann warte. Oh mein Gott. Eins, warte. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, meine entwickelt sich früher. Zweimal Blitze oder nicht Flamme. Aquana einfach. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, tot. Ich glaube, weil wir es umbenannt haben. Ich hoffe, es kommt immer Blitze, wenn man es umbenennt. Oh mein Gott, Donnerblitz. Okay, es hat genau selber Attack. So, das war's. 100% Blitzer gemaxt. Ist relativ low. Aber momentan der beste Donnerangreifer. Kommt drauf an, gegen was man ihn benutzen will. Ich sehe eigentlich nicht so große Verwendung für ihn. Weil gegen Wasser benutze ich eh Pflanze. Und ja, gegen Flug oder so kann man es noch benutzen. Auf jeden Fall schreibt unten rein, wie stark euer stärkster Blitzer ist. Wie viel IV, wie viel WP. Keine Abstimmung dieses Mal, weil ich habe die nächsten 2-3 Pokémon schon vorbereitet, die gemaxt werden. Wie gesagt, für die Solo Raids. Und dann natürlich hat Taubsi immer noch gewonnen. Theoretisch, also Macholo hat aufgeholt. Obwohl die Abstimmung gar nicht mehr so aktiv ist und man die eigentlich nur in einem alten Video wiederfindet. Aber Macholo hat krass eingeholt. Sprich, falls ihr da noch für Macholo abstimmen wollt, kann Macholo immer noch Taubsi überholen. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.